Der große auffällige Unterschied zwischen Ost und West war der Geruch. Es gab den klassischen Ostgeruch. Die hatten irgend so ein merkwürdiges Reinigungsmittel. Und das ging also, egal ob man in der Eisenbahn oder im Restaurant oder sonst wo war, war überall dieser seltsame Geruch. Und dann diese scheußlichen Zäune, die man heute teilweise noch sehen kann. So Gartenzäune in abstrusen Farben und Gestaltungen. Solche Sonnen, so zusammengeschweißte Zeugs da. Also daran habe ich dann auch noch lange nach der Mauer erkannt, ob diese Gegend jetzt eigentlich Osten oder Westen ist.